Hallo, mein Name ist Taylan Şengül und ich berichte aus dem ACR Sportcenter. Bei mir ist der Inhaber des ACR Sportcenters, Wolfgang Gifhorn. Hallo Wolfgang. Hallo. Wolfgang, erzähl mir doch, welche Sportarten umfasst dein Sportcenter? Ja, wir haben etwa 20 verschiedene Sportarten hier, unter anderem Squash, Badminton, Tennis, Tischtennis, Inline-Hockey, Fußball und so weiter und so weiter. Und natürlich auch Fitness- und gesundheitsorientiertes Training wie Rücken, Gymnastik und Ähnliches. Ist dein Sportcenter, ist es eher an Leistungssportlern orientiert oder orientierst du dich an Hobbysportlern? Wir haben auch Leistungssportler, die hier trainieren, aber in erster Linie sind für uns wichtig die Hobbyspieler. Der Hobbyspieler hat viel höhere Ansprüche als der Leistungssportler. Der Leistungssportler kann mit Unwägbarkeiten gut fertig werden, während der Hobbyspieler, der abends nach Feierabend zu uns kommt, eine perfekte Sportanlage haben möchte, der ungestört seinen Sport nachkommen kann. Wolfgang, du bist einer der Menschen, der ganz zu Anfang von Holger Nickeles Karriere bereits für ihn eingetreten bist. Du hast ihm erlaubt, hier kostenfrei zu trainieren, bevor er irgendeinen Titel errungen hatte. Wie kam das? Ja, wir hatten mehrere Tage der offenen Tür für Rollstuhlfahrer hier und an einem dieser Tage kam der Holger, damals kannte ich ihn noch nicht, zu uns und verlangte ein Lederband, weil er gerne Tischtennis spielen möchte. Und ich wurde dann gerufen, wir haben natürlich kein Lederband gehabt, wir haben ihm dann mit Tape den Tischtennisschläger an die Hand gebunden und so hat er angefangen Tischtennis zu spielen. Und seitdem kennen wir uns. Später war dann der Vater auch bei uns und hat gesagt, selbstverständlich kann er, wenn er es gerne möchte, hier trainieren und zwar kostenlos. Und seitdem hat Holger Nickeles viele Weltmeisterschaften und Europameisterschaften und auch Teammeisterschaften für sich gewinnen können. Was zeichnet das ACR, abgesehen von der Barrierefreiheit, noch aus? Ja, wir richten natürlich viele große Veranstaltungen aus, unter anderem das größte Squash-Turnier, der Jugend-Squash-Turnier der Welt. Das ist der Pioneer Cup mit über 600 Jugendlichen aus der gesamten Welt. Also ist egal, Amerika, Bolivien, Pakistan, die kommen von überall her, fühlen sich hier wohl und spielen hier eben gegeneinander. Es ist auch eine große kulturelle Veranstaltung, wenn man so will, denn wir haben jetzt die Möglichkeit, mit vielen Jugendlichen hier Köln und so weiter näher zu bringen. Leider haben wir niemanden, der uns da unterstützt und uns hilft, diesen Jugendlichen Köln und das Rheinland zu zeigen. Da suchen wir noch jemanden, vielleicht findet sich jemand, der diesen Jugendlichen aus der ganzen Welt das mitgeben kann, was wir hier im Rheinland haben oder überhaupt in Deutschland haben. Und das Ganze natürlich nicht für umsonst, wie man so schön sagt, sondern die sind durchaus gern bereit, für gute Arbeit auch Geld zu bezahlen. Wolfgang, vielen Dank.